Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Numina. Beim letzten Mal wurden wir von Cassandra nochmal fett abgeknutscht und jetzt geht's weiter. Ich frage mich übrigens eine Sache. Wenn ich jetzt mit Cassandra die ganze Zeit böse wäre, würde man sich auch wieder trennen? Das muss ich mal in Erfahrung bringen. Aber das will ich gar nicht. Ich glaube, mir gefällt es hier am Strand besser als in den Höhlen. Ja? Ich weiß nicht. Die Zählernstatue hat schon was. Ha! Vielleicht hatte Sarah recht und wir sollten wirklich abhauen und einfach unser Leben leben. Das hat sie so doch nicht gesagt. Aber sinngemäß. Du sollst dich nicht aufopfern müssen. Vielleicht hättet ihr schon viel früher umkehren sollen, du und Raphael. Raphael hat es vorgeschlagen in Zelum. Einfach zurückzugehen nach Aluin. Ich weiß, was Sarah meint. Auch was du jetzt sagst. Aber haben wir jetzt wirklich noch eine Wahl? Die Ecclesia wird uns nicht so einfach in Ruhe lassen. Ja. Es ist dasselbe mit den Goof-Plänen. Ich habe meine Entscheidung mit dem Holzkistchen damals getroffen, als ich Bask verlassen habe. Jetzt ist Mazamir tot. Mein leiblicher Vater will nichts mit dem Kistchen zu tun haben. Und die Ecclesia ist genauso hinter mir her. Ganz schön scheiße alles. Andererseits, wir könnten jetzt noch aussteigen, die Rebellen ihr eigenes Ding machen lassen und woanders weitersehen. Vielleicht ist es doch gar nicht zu spät, noch irgendwas zu verändern schon. Du solltest eine Entscheidung treffen, die sich für dich richtig anfühlt. Du oder Iglerich, wer immer bei euch das Sagen hat. Hey. Da unten, okay. Sean, wie geht es dir? Das ist meine Frage. Ich habe über Yael nachgedacht. Wahrscheinlich werde ich sie nie wiedersehen. Glaubst du, ihr ist etwas passiert? Davon gehe ich aus. Sean, was Kiade im Garten Illusion gesagt hat und meine Erinnerung. Ich denke, ich verstehe so langsam, warum es mich gibt. Ja? Ich war ein Experiment, ein künstlicher Mensch, der als Goof-Opfer fungiert hätte. Ich denke, ich bin nur hier, weil Yael es nicht übers Herz gebracht hat, eine ihrer Kreationen zu opfern. Also der Gedanke, künstliche Menschen zu erschaffen, damit sie für den Goof geopfert werden können und keine richtigen Menschen mehr geopfert werden müssen, sondern massenhaft Kopien? Auch sehr unethisch. Es muss alles sehr verwirrend sein. Ja, bestimmt. Ich meinte, ich habe kaum Zeit, um darüber nachzudenken. Und du ja auch nicht. Was denkst du denn? Sollen wir uns den Rebellen anschließen? Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass wir alleine trotz allem nicht genug ausrichten können, um die Ecclesia aufzuhalten. Aber du und Iglerich müsst euch gut überlegen, ob ihr wirklich dafür bereit seid, alles aufs Spiel zu setzen. Niemand kann das von euch verlangen, oder wer weiß, ob es wirklich der richtige Weg ist. Ja. Ah, Cassandra hatte recht. Wahrscheinlich wird es heute Nacht keiner schlafen können. Oh, Cassandra wird nicht zugekommen, das könnt ihr mir glauben. Was? So. Es ist so ruhig. Was war das? Mittlerweile trifft hier jeden Tag ein neues Schiff ein. Die Ecclesia geht besonders hart gegen jegliche Art von Aufstand vor momentan. Schiffe? Neuankömmlinge. Leute wie ihr, die hier Zuflucht suchen. Wobei, nein, nicht Leute wie ihr. Was? Wie lange dauert es wohl, bis die Ecclesia diesen Ort hier finden wird? Ist das alles unsere Schuld? Müssen die Leute fliehen, weil wir versucht haben, den Goof in Falada zu zerstören? Nein. Bist du dir da sicher, Iglerich? Wir können jetzt auch nichts mehr. Ruhen wir uns aus. Also zurück ins Zelt. Nein, ich glaube nicht, dass wir schuld sind. Weil die waren ja nicht dabei. Das ist ja alle in unsere Entscheidung gewesen. Man weiß natürlich nicht, was in Falla da jetzt abgeht gerade. Aber man kann sich nicht einfach für alles die Schuld geben. Nicht genug Betten. Das erinnert mich an etwas. Oh ja,
Es kommt mir vor, als wäre es eine halbe Ewigkeit her. Was meint ihr? Sean wollte unbedingt Sarah imponieren und hat ihr das Bett überlassen. Pah! Mir ist es ehrlich gesagt egal, wo ich schlafe. Hauptsache, etwas Schlaf, genau. Arduin. Und alles war nur ein Traum. Diese Stimme, Aura. Schauen, komm runter, Papa. Raphael wartet schon. Erstmal muss ich mich anziehen, ja? Wohl nicht. Ich kann einfach nackig runtergehen. Aha! Sean! Kannst du mich hören? Sieht nicht so aus, als könnte Sean uns sein. Tja. Wer hätte das erwartet? Ziemlich großer Schatten. Das ist Raphael. Nein. Rafa. Nein, bitte. Ich muss hier weg, schnell. Schade, ich wollte mal gucken, ob der was macht. Ah, was für ein Albtraum. Willst du reden? Danke, Iglerich. Vielleicht sollten wir. Hörst du das? Kein Wunder, schlafe ich schlecht. Wo ist Sarah? Kein Wunder, schlafe ich schlecht. Kein Wunder, dass ich schlecht schlafe. Oder so, irgendwie so. Ey, ich weiß nicht, manche Texte sind richtig merkwürdig. Vielleicht geht das jetzt auch mit mir so, ich weiß nicht. Lass mich raus! Was? Meine Güte, hast du mich erschreckt. Entschuldige, dabei bist du doch sonst immer so aufmerksam. Ich finde den Sonnenaufgang auch schön, hier gleich. Stimmt. Ihr seid ja früh auf. Mein Gott, ey, kannst du mal von dem Arsch meiner Freundin weggehen? Danke. Kein Wunder bei dem Lärm, den ihr im Zelt veranstaltet habt. Was? Wie ist die Lage? Heute Morgen war einiges los. Sie haben die Wolkensegler irgendwo anders hin verfrachtet. Die finden was im Schilde. Ich sehe zwei Optionen. Wir suchen uns einen Wolkensegler und brechen auf eigene Faust auf. Oder wir sprechen mit Zelon, um uns den Rebellen anzuschließen. Ich werde deiner Entscheidung vertrauen, Sean, aber überlege es dir gut. Wir sollten auch sicher sein, dass wir alles hier erledigt haben, bevor wir zu Zelon gehen. Raphael lassen wir erst einmal hier, bis wir Bescheid wissen. Das ist jetzt so die Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden, was ich da tun möchte. Weil. Achso, ich muss wieder. Tut mir leid. Ich habe eure Unterhaltung mit reingehört. Achso, das. Ihr seid neu, oder? Willkommen. Okay. Ah, Gott sei Dank. Ich stelle mich mal hier hinter, damit die Ente weggeht. Ich habe schon gedacht, ich hätte jetzt hier einen Gamebreaker. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ob ich denen jetzt vertrauen soll oder nicht. Weil nur wenn man rebelliert, ist man nicht automatisch der Gute. So Sachen wie Star Wars und den Rebellen und so, da hat man schnell Sympathie mit den Rebellen. Und hier ist auch viel Cooles, auf jeden Fall am Laufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht lieber auf eigene Faust arbeiten soll. Das heißt nicht, dass man sich mit anderen verfeindet. Das heißt nur, man geht seinen eigenen Weg.
Boah, ihn aus dem Weg. Das ist zumindest mein Gedanke, dass man eben seinen eigenen Weg gehen muss. Und ich glaube, dass wir einen eigenen Weg hinkriegen, der besser ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn das Spiel uns gar keine richtige Wahl lässt. Und habt euch entschieden. Entweder finden wir Wolkensegler, um zu flüchten, oder wir sprechen mit Zähler. So, ich dachte, wir müssen ihm eine Abfuhr geben. Nein, 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 nein. Dann suchen wir mal die Wolkenflitzer her. Kann auch sein, dass es dann irgendwas passiert ist, die gar nicht funktionieren. Wir müssen trotzdem zu den Rebellen gehen. Dass man so eine Pseudo-Entscheidung hat. Weil das würde halt das Spiel schon sehr weit auseinanderfächern, würde ich sagen. Da kommen wir nicht rein, weil wir kein Ticket haben. Schade, ich habe mich gerne auf eine Badeszene gefreut. So eine nackte Cassie hat doch was. Warte mal. Ist die Frage, wo das hier ist, ne? Weißt du, wo die vielleicht sind? An der Ausgrabungsstätte. Nee, doch nicht. Okay. Ich glaube, im Süden kommen wir doch die Weltkarte zurück. Dann gehen wir nach oben zum Dorf. Vielleicht können wir hier noch woanders hergehen. Aha. Ja, komm her, mach ich dich kaputt. Wieder der obere getroffen und der untere kriegt den Schaden. Also so richtig, richtig funktioniert das da noch nicht. Irgendwas mit der Zielerfassung nicht ist richtig. Wollen wir ausprobieren? Da können wir ja mal gucken. Warte mal, im Status. Plus 1 TP, wenn der Partner Schaden nimmt. Ach, guck mal hier. Wir haben gar keine... Schauen. Kann man den doch irgendwie droppen? Nee. Okay, also wir haben das Maximum wohl jetzt bei Sean hier erreicht. Und da bin ich mal gespannt. Also Cassie kriegen wir es auch hin. Let's go. Muss ja noch diese blöde Krabbe sein, oder? Oh, warte mal, da leuchtet was. Das will ich haben. Und dann steigen wir in den Brunnen zu Samara runter. Alter, nicht dein Ernst. Immer zuerst auf sie. Der Kampf läuft genauso wie der andere davor.
Scheinbar endlose gähnende Schwärze. Ruf etwas hinab. Was? Ist das normal in deiner Welt, Iglich? Hallo! Ah, nicht schon wieder! Hier, nimm das und lass mich endlich in Frieden. Ich kann deine nervige Stimme nicht mehr hören. Wie gemein. Panzer des Brunnenlungers. Was? Das war... Ja, ja. Gib der Sarah das mal. Die stirbt ja sonst immer jedem Scheiß. So. Ein Rubinstab. Ja, das lohnt sich aber insgesamt schon. So. Okay, weiter kommt man da nicht hin. Kann man hier nach rechts weg? Ne. Dann sind wir wieder hier. Weiß der was darüber? Ne. Der sagt uns zumindest nichts. Können wir da hochgehen? Hier gibt es nichts zu sehen, verzieh dich. Also geht es aber nicht. Okay, ist nur der Turm. So. Ah, hier ist die. Es muss Tagok sein. Greif ihn! Komm her! Er ist entkommen. Er ist schon jetzt woanders. Schön. Er hat unser ganzes Geld eingesaugt. Und auf zurückgeschossen. Wahrscheinlich wird es stärker, je mehr Geld wir haben. Da brauche ich ja keine Angst haben, weil ich habe nämlich fast gar kein Geld. Ich habe fast alles ausgegeben gehabt. Kommen wir doch da hoch. Ah, vielleicht können wir ja von hier und dann hier rum und dann so hier hin. Aha. Wer ist denn da wer ist denn da am Grab? Nix. Okay. Da wollte ich nicht hin, danke. So. Ja, gut, das kennen wir ja schon. In die Hocke. Lass ihn kommen. Ist jetzt überall random auf irgendeiner Map. Okay, aber das Ding ist ja auch, wo sind diese also diese tollen Wolkengleiter.
Ist doch fast so, als müsste ich bald den Rebellen beitreten, weil ich den anderen Weg nicht finde. Tagox! Sehr schön. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo. Wir können mal in das Zelt hier noch gehen, vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Tagox, da bist du ja! Aha, ja! Das sieht nicht sicher aus. Danke, dass du Tagox zurückgebracht hast. Gerne. Hier, das habe ich vor ein paar Tagen am Strand gefunden. Oh, cool, danke. So. Tja, ich habe keine Ahnung. Die können halt auch wo ganz anders sein. Die müssen gar nicht hier sein, ne? Die können halt auch sehr irgendwo anders hingebracht worden dieses Jahr. Die sind vielleicht auch irgendwo in der Savanne, glaube ich eigentlich nicht. Die sind wahrscheinlich irgendwo hier. Aber vielleicht finden wir die auch beim nächsten Mal.